Mist. Ich möchte dieses Level noch schaffen. Wir stehen ja da oben, ganz unschuldig. So, wir haben diesmal kein Auto, verdammt. Haben wir dafür irgendwas anderes Tolles? So, hier wieder 33 Leute tot. Niemand weiß warum. Plötzlicher Unfall. Eine vergiftete Bohle. Ah Mann, nein, das kann ich jetzt nicht machen. Ich wollte gerade das Kaugummi-Ding anmachen. Wir haben diesmal auch nur eine Box. Gut, diese eine Box können wir trotzdem aktivieren. Hört ja nämlich nicht auf, wenn plötzlich da eine Box brennt. Ich war es nicht, Herr Officer. So, da explodiert's. Warum will er mich denn jetzt schon wieder schlagen? Ich habe nichts getan. Geh weg von mir. Gut. Ich wollte gerade schon anfangen rumzujammern. Also wenn ich es jetzt nicht schaffe... Na, aufhören will ich eigentlich noch gar nicht. Nö, dann versuche ich es einfach nochmal. Ich meine, du guckst dieses Let's Play, du kannst vorspulen, wenn es dir zu lang dauert. Wie gesagt, ich packe oder ich versuche jede Party in eine Folge zu packen. Die hat jetzt natürlich eine längere Folge. Ich sollte nicht so viel rumquatschen, sondern mal gucken, was ich tue. So, ich möchte gerne wieder diesen Kaugummi-Automat da unten aktivieren. Aus diesem Grund stelle ich mich hierher. Warum will er mich jetzt schon wieder schlagen? Ich habe nichts getan. Officer, mach den Türsteher von mir weg. Ich war es nicht. Ich tanze nur. Türsteher bewegt sich. Die Türsteher sind ganz schön aggressiv. Schön wäre es, wenn beide da stehen würden, aber gut, man kann nicht alles haben. Der andere muss ja irgendwie so platt machen. Das Tolle bei dem Spiel ist, man kann auch mal eine Zeit lang nichts sagen. Da spielt einfach die tolle Musik. Und in der Zeit kann ich gemütlich Leute schnetzeln. Na, mein Dickerchen, komm mal her. Ich sehe doch, wie müde du bist. Ah, da gibt's schön viel Gulasch. Der Türsteher? Wo ist der Türsteher? Mist, ich habe den Moment verpasst, in dem der Türsteher seinen Platz verlässt. Mist. Aber jetzt guckt er in die Richtung zu uns. Also nicht zu uns, meine ich. Jetzt bewegt er sich wieder ein Stück. Schau bitte weiter in die falsche Richtung. Dreh dich nicht im richtigen Moment um. Yeah, sehr schön. Spaß nicht. Nope. Und wir bekommen eine Stun-Bomb. Ich weiß nicht. Ich hätte vielleicht warten sollen, bis der Kopf weg ist, aber gut. Gut, das ist zwar echt gut, aber bringt halt nicht ganz so viel, wenn da noch andere Menschen daneben stehen. Oh nein, diese armen Menschen. Ist er da eigentlich tot? Nee, der pennt nur. Jetzt ist er tot. Plötzlich. Da kommt Herr Officer. Ich weiß nicht. Ich tanze nur hier oben in der VIP-Lounge, weil ich ein VIP bin. Wie jeder weiß. Man kennt mich. Der Mann mit der Maske, überall ein VIP. Merkwürdigerweise auch der letzte Überlebende überall. Da wundert sich aber niemand. Das ist vielleicht auch besser so. Ah, die Lady. Wenn ich sie bitten dürfte, legen sie sich hin. Die sehen... Hallo? Sie sehen müde aus. Nochmal einstechen. So Overkill-mäßig hier. Das war eigentlich unser Opfer. Ah, wieder der Hardrocker mit seinem tollen Tanzmove. Ich mach mit. Yeah! Die Glow Neon Party. Zum vierten Mal mittlerweile, glaube ich. Ich habe irgendwann aufgehört mitzuzählen.
Ich höre schon auf. Brauchst nicht wütend zu werden. So, wir haben wieder eine Stun-Bomb. Die Frage ist, wo setze ich die ein? Am besten, wenn nicht so viele... Wenn viele Menschen da sind, die gleichzeitig von der Stun-Bomb auch gestunt werden. Hier zum Beispiel ist nicht unbedingt, weil da jeder eine Typ ist, da kann ich den ja einfach messern, packen und werfen. Werfen? Ah, gut. Warte mal, der legt nochmal ab. Mach den gleich weg. Nicht, dass er plötzlich wach wird. So. Jetzt noch den hier. Hallo, komm her. Ich hab gar nichts gemacht. Ich bin ein netter, braver Bürger. Da flitzt sich ja gleich hin und pennt. Okay, wir haben nur zwei Stun-Bombs. Das hätte ich früher wissen sollen. Das habe ich natürlich voll verschwendet. Naja. Komm mal mit. Oh, falsche Taste. Los, schnell, lauf. Ich weiß nicht. Aber ich kann hier noch ein bisschen aufräumen, solange der Kopf noch nicht da ist. Jetzt ist er gerufen, dann bleibe ich mal lieber hier. Da kommt der Kopf. Manchmal kommt er mit einem Lift und manchmal mit einem Flugzeug. Also mit einem Hubschrauber. So, ich denke, jetzt sollte es einfacher sein. Jetzt wird es einfacher. Oh, naja. Immer dann, wenn man anfangen möchte, ein bisschen mitzumachen. So, hier, mal sehen. Schläft da noch irgendwo irgendjemand? Können wir noch was Tolles tun? Da hinten steht der... Da hat sich gerade jemand schlafen gelegt. Da rennt aber auch gerade jemand zum Phone. Oh, falsche... falsche Tastenreihenfolge, naja. Diese Lady. Hat zum Glück niemand gemerkt. Den DJ heben wir uns wieder bis zum Schluss auf. Da steht der Barkeeper alleine rum. Hey! Oh, armer Kerl. Ich glaube, er hat eine Migräne, deswegen blutet er auch so stark. Er hat einen Gehirntumor. So, die letzten vier Personen, sehe ich das richtig? Nein. Ah, Glück gehabt. Das wäre es gewesen, noch zum Schluss. Wenn der uns das noch verfünften hätte, aber zum Glück war der nicht ganz so schnell. So, und der letzte. Quasi der Final Kill. Bam. Die Musik spielt immer noch weiter. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Seine Hand bewegt sich auch immer noch. Hier kommt wieder unser Solo. So, Kills, Combo, Traps, Escape gar nicht, weil wir niemals verdächtigt wurden, was eigentlich gut ist. Und jetzt haben wir es in 8 Minuten geschafft. Ich glaube, wir haben insgesamt 20 gebraucht, mindestens. Neon Party fertig. And then, there was nothing. Months and months of goddamn nothing. Just frustrating goddamn silence. The shadow had swept through our lives and then hidden away like the yellow-bellied piece of shit that he is. Mr. West, please, let's stick to the facts. What do you think he was doing during this time? Damned if I know. Tell you what, though, those months dragged and dragged. The papers wanted names. There was severe public unease. The police force was a laughingstock. You'd never guess that one single sicko could rip this country apart so badly. And then one day, out in the desert, there was an encounter. What kind of encounter? Guy driving late one night told us he nearly hit this guy who stepped out in the middle of the road. Apparently he didn't say much, although the driver was in shock, as you'd expect. He sort of just threw a flyer at the guy's feet. Said he needed help. Needed help? What kind of help? Said he needed a ride. To a party. On a boat. Als nächstes also eine Bootsparty in Texas, wie es aussieht. So, wir kommen voran.
unsere fünfte Party, die Bootsparty. Wir haben jetzt also nach der Neon-Top-Party 2 Monate nicht getötet und jetzt wahrscheinlich, weil wir so lange gereist sind. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob man meine Maus sieht. Wenn ja, da ich bin auf so einem Punkt und zeige jetzt mit meinem Pfeil, mit meiner Maus auf Texas. Naja, das war der Weg, deswegen hat es halt 2 Monate gedauert, denke ich. Ach, guck mal, ich kann auch mit der Maus auswählen. Naja, so. So, wir können ja nur der Hero-Typ sein, der schlafen möchte. Also, los geht's. Neue Art von Musik. Natürlich wieder ein Türsteher. Wir scheinen aber da oben reinzukommen. Was können wir denn so tun? Okay, wir können... Es gibt hier viele Türen. Der Türsteher latscht da rum, kommt aber nicht zu uns. Wir sind auf der SS Royal. Wo kommen wir raus? Da oben, wo ich eh hin wollte. Ah, wir haben bekommen eine Stun-Bomb. Sehr gut und sehr coole Musik hier wieder. So. Plötzlich brannte wieder die Box. Niemand weiß warum. Es konnte sich kein Mensch erklären. Die Bohle war vergiftet. So, 4 Menschen in den Tod gerissen. Ich würde ja sagen, es ist gut, aber wenn ich das so sage, ist das merkwürdig an, aber es war gut. So, wir haben auch schon ein paar vergiftete Leute. Ich soll da aufpassen, da kommt der Kopf. Anstatt hier wieder mitzuwippen. So, eigentlich wollte ich damit diesen dämlichen Bouncer treffen mit der Bombe, mit der Stun-Bomb. Aber der war zu weit weg, der hat überhaupt nichts gebracht. Scheiße. Ach, hier sterben gerade alle wegen unserem Gift, natürlich. So, hier schmeißen wir mal das Mix-Dings an. Wäre eigentlich noch cool, wenn wir Leute hier reinwerfen könnten in die Rotoren. Aber gut, man kann nicht alles haben. So, ich gehe mal hier rein und komme hier raus und wieder da rein. Okay, es ist immer gleich verbunden. So. Was ist hier gerade explodiert? Ich habe es gehört, aber nicht gesehen. So, wir haben noch eine Stun-Bomb. Los, lade ich auf, Bombe, ich brauche die jetzt. Fuck. Okay, wir müssen noch kurz warten. So, dann kann ich hier ein bisschen an der Reling tanzen. Oder ist die Reling nur auf einer Seite? Das weiß ich gar nicht. So, Türsteher. Hoffentlich kommt er jetzt rechtzeitig her. Und, yo, das geht doch, oder? Sehr gut. Huch! Plötzlich Anfall von Tod beim Türsteher. Ich war's nicht. Mm-mm. Kann man die auch hier holen? Nö, dann leg ich die einfach hier in die Ecke. So. Gut, da ruht das Edikops. Da kann ich hier auch Sweet Dreams. Hier kommen wir mal zu den Haien. Oh. Haben wir an die Haie verfüttert. Okay, die Cops sind unterwegs. Ich hoffe nur, die wissen nicht, dass wir das waren. Ich stelle mich mal hierher. Die Cops sollen angeblich gerufen werden. Wo ist hier eigentlich Daniels Telefon? Okay. Wir werden aber nicht verdächtigt. Sehr schön. Wir haben alle Möglichkeiten genutzt. Sehe ich das richtig? Jupp. Okay, das heißt also jetzt wieder Skills anwenden. Um hier nach und nach Herde auszudünnen, dass nur noch die Schwächsten da sind. Sie ist einfach umgefallen. Und sie auch. Oh nein. Du musst eine schlimme Krankheit kassieren. Nein. Hallo? Ich weiß nicht. Scheiße, das hab ich gesehen. Also sie. Das Mädel da.
Okay, da kommen die Cops, die wollen mich verhaften. Versuch mich doch zu kriegen. Du kriegst mich eh nicht. Oh, was auch schon, der versucht's gar nicht mehr. Da kommt wieder Super Mario und macht uns den Durchgang kaputt. Ich den hasse, den Typ. Aber wir haben ja zum Glück 3 Türen. Die Cops. Ah ne, sind gegangen. Ach so, ja, jetzt kommen natürlich die Mediziner. Die Leiche nochmal schön treten, warum auch immer. So ein Arzt würde ich auch gern sein. Trete ich meine Patienten nochmal ordentlich. So hier. Ihr macht mal kein Mittagsschläfchen, die Herrschaften. Ihr werdet entweder getanzt oder gestorben. Oder vergiftete Bohle getrunken, das können sie sich gerne aussuchen. So, da geht die Cops callen. Sagst du, wird er niemals kommen. Das macht voll Spaß. Das macht mir zu viel Spaß. Das macht mehr Spaß, als es sollte, glaube ich. Mehr Spaß, als gesund ist. Ich war es nicht. Ihr könnt es gar nicht wissen, dass ich es war. Denn ihr habt mich nicht gesehen. Hoffentlich. Ich warte mal kurz. Tanz wieder eine Runde. Werden wir verdächtigt? Nein. Also verpiss ich mich mal schnell vom Tatort. Nur die Mörder kommen zum Tatort zurück, wie jeder weiß. Jeder weiß, ist das eine Lüge. Auch schaulustige Männchen. Schaulustige Männchen kommen zu diesem Ort zurück. Hier ist nicht zugemacht. Was passiert, wenn wir jetzt da durchgehen? Ach, okay, ich verstehe. Es ist quasi jetzt nur ein Weggang, sozusagen. Die Damen. Oh nein, sie war so hübsch und noch so jung. Und sie hatte nur so wenig Sachen an. Hier ist voll der super Ort. Hier kann man einfach alle so fließbandmäßig abfertigen. Kein Heider. Oder stehe ich nicht richtig? Weiß nicht. Lege ich sie mal hier ab. Wie viel brauchen wir denn noch? Halt, Moment, da kommt gerade ein Kellner runter. Schade. So, wir brauchen noch 11 Leute. 11 Leute müssen noch sterben. Wie schade. Wir können wirklich nicht sehr benutzen. Okay, dann mache ich jetzt ja einfach immer das Gleiche. Es gibt noch ein anderes Telefon. Der Hase ist auch toll. Kann ich mit dem mit tanzen? Ich höre lieber auf. Sonst werde ich noch sauer. So, der Kopf ist da. Packt die Leichen ein. Lässt sie aber trotzdem immer liegen. Das finde ich sehr faszinierend. Was steht eigentlich auf der Zeitung? It takes time before bomb will explode. Ja, das ist mir ja schon. Dass man hier nichts mehr machen kann, irgendwie finde ich schade. Ich hätte mir gerne noch mehr Möglichkeiten gewünscht. Aber Mann, jetzt wollte hier die schlafende Karte. Nein! Bleib hier! Mist. Okay, dann machen wir es halt so, ich stelle mich hier her. Die können ja keine Türen benutzen, hoffe ich. Nee, okay. Und ciao. Idiot. Hat er schon aufgehört, uns zu verfolgen? Ich nehme trotzdem nochmal die Tür, weil ich mir nicht sicher bin. Hat er mich jetzt gesehen, der Clown? Langsam schließen sich auch unsere Durchgänge. Wir können es. Ja, er hat uns gesehen. Okay, jetzt auch. Durchgänge schließen sich halt immer nach der Zeit. Also,
Mario macht die kaputt, warum auch immer. Mario scheint Aggressionsprobleme zu haben. Okay, wie viel brauchen wir noch? Wir brauchen noch 5. Ich sehe... Ach, da unten ist noch ein Hase, also da hinten. Hase, warte, geh nicht fort. Ich habe halt die Taste noch gedrückt, das ist super, wenn man jemanden einholen will. Ich versuche es einfach mal. Zack. Zack. Warte doch, Clown. Welche Durchgänge? Nur noch der da oben. Okay. Scheiße. Das heißt jetzt also, wir müssen ums Boot laufen. Ah, das ist aber gut. Also auf dem Boot, glaube ich, kann man ganz gut entkommen, wenn man weiß, wo der Kopf ist. Warte ich, bis er ein bisschen näher ist, dann nehme ich hier den Durchgang. Da kommt Super Mario, der dämliche Idiot. So, jetzt laufen wir einfach noch rum. Siehst du, er ist zu alt für die Scheiße. So. 3 Leute, sehe ich das richtig mit meinem Auge? Vielleicht werden es nur noch 2 sein. Der Oberkörper nackte Hase. Er wird als nächstes dran glauben müssen. So, jetzt endlich der Clown. Ich mach diesen Clown nicht mit seinem Luftballon. So, jetzt mal der Lady hinterher. Na, Schnucki? Wie findest du meine Tanzskills? Zack. Das war's. Sehr schön. Der Messerstich hat übrigens zum Tanz dazugehört. Das ist fester Bestandteil dieses Tanzes. Ich nenne ihn... Buttermesser-Tanz. Ja, das ist ein guter Name. So, wir sind einige Male entkommen, das hat uns gut Punkte gebracht. Wir haben auch ein paar Fallen genutzt, sehr schön. Beim ersten Mal geschafft.